Zum Dasein als Singer-Songwriter kam Gunther zum einen durch seine lebenslange Liebe zur Musik und zum anderen durch die damals, Zitat, unerträglich weichgespülte Daumenlutscher-Musik. Gunther schrieb und sang als erster Männersongs. Schnoddrig, ehrlich, aus dem Leben gegriffen. In seinem letzten Interview sagte Gunther: Aber so eine Beerdigung mit Sarg und Predigt, was für ein toller Typ ich war, bitte nur zu Lebzeiten, wenn überhaupt. Gunther Gabriel ist tot. Diesen Satz im Grunde bis heute kann ich gar nicht richtig begreifen. Er soll nicht mehr da sein, der so lange Zeit immer da war. Die Lücke, die er hinterlässt, kann für mich nie wieder geschlossen werden. Er war sein eigenes Land, ein Außenseiter, der darauf bestand, immer am Rande des Flusses mitzuschwimmen, nicht in der Mitte. Er war jemand, der dich aus deiner Realität reißt und dich in vollkommen neue Welten trägt. Jemand, der dich herausfordert und dich dazu zwingt, niemals, aber auch niemals aufzugeben. Du warst nicht immer ein Vorbild, du warst nicht immer der Held. Du warst ganz sicher kein Braver, was zu manchen Menschen verbrennt. Du warst oft launisch und fertig, die Welt war dir scheißegal. Doch du hast dafür geblutet und deinen Preis gezahlt. Vor dir steht im Regen
was von mir übrig ist. Du kannst es alles haben. Ich geb den Rest für dich. Meine Damen und Herren, hier ist Bella aus der Schweiz. Herzlich willkommen. You keep saying you got something for me. Something you call love, I confess. You keep messing where you should be messing. But someone else is getting all your best. Well, the boots are made for walking. That's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you.